meine Damen und Herren, ich denke, das war schon eine Menge an geistiger Nahrung an diesem Tag und ich glaube, so die Aufnahmefähigkeit wird sich allmählich auch so dem Ende nähern. Deswegen möchte ich das, was ich sagen will, relativ komprimiert tun. Lebensqualität im Widerspruch. Ich will eigentlich nur so in kurzen Strichen skizzieren, in welchem Spannungsfeld ich Lebensqualität sehe. Ich will das nochmal zusammenfassen in einem Kommentar einer Heimleitung von einem australischen Heim, die sagt, wenn ich am Morgen in die Bereiche gehe und sehe, dass alle Betten gemacht wurden und alle Bewohner angezogen sind, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen. Wenn ich aber sehe, dass noch nicht alles gemacht wurde und dass die Mitarbeiter mit den Bewohnern zusammen frühstücken und gemeinsam gelacht wird, dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist. So, also das fasst für mich das noch einmal so zusammen. Ich sehe also eine Spannung zwischen Qualitätssicherung und Lebensqualität. Und in dem Ausmaß, in dem die Qualitätssicherung mit ihren Regelsystemen eigentlich den Alltag bestimmt, sehe ich es zunehmend schwierig, dass Lebensqualität zum Zuge kommen kann. Und es passiert dann etwas sehr Seltsames, nämlich dass auch diese Idee der Lebensqualität quasi wiederum instrumentalisiert wird, in der Form, dass man dann zum Beispiel jeden Tag für jeden Bewohner einmal aufschreiben muss, wie es ihm geht. Und damit hat man dann jetzt quasi dem Nachweis der Lebensqualität entsprochen. Also da sehen Sie, wie so ein Gedanke von Lebensqualität, ich möchte das mal sagen, systemisch pervertiert wird und quasi in sein Gegenteil gehoben wird. Und über diese Spannung will ich ein bisschen berichten, die noch mit vielen anderen, wenn man will, Themen zu tun hat, die ich hier so aufgeworfen habe. Natürlich ist Pflege immer Beziehungsgestaltung und Problemlösung in einem, aber eben nicht so, wie das oft dargestellt wird, dass die Beziehung quasi das Schmiermittel für die Problemlösung darstellt, sondern Menschen mit Demenz geraten eben in vielerlei Hinsicht in eine strange situation, in eine für sie angstvolle, bedrohliche Situation, wo sie die Beziehung im Wesentlichen brauchen, um sich überhaupt zu halten. Das heißt also, um ihre Identität, ihre innere Kohärenz zusammenzuhalten, brauchen sie immer mehr ein externes Stützkorsett. Das heißt, sie brauchen Menschen, die eigentlich beziehungsfähig sind und beziehungsbereit sind, die das aber aufgrund der Rahmenbedingungen immer weniger können. Und die Frage ist, ja, wie man die Interessen, die mit Problemlösung zusammenhängen, die will ich gar nicht leugnen, und die oft auch mit Pflegequalität zusammenhängen, wie man sie mit Lebensqualität und Beziehungsgestaltung einhergehen lassen kann. Also die Frage ist die der intelligenten Verknüpfung. Lebensqualität steht für mich mit Einschränkungen für einen Gegenentwurf zu einer auf Fertigungssteuerung zielenden Qualitätssicherung. Also einer Fehlsteuerung von Ressourcen hin auf objektivierbare äußere Merkmale. Also mein Beispiel dafür ist das Trinken. Wir haben das mal gemessen in einigen Einrichtungen in Münster und festgestellt, dass 70-80% aller Interaktionen außerhalb der Grundpflege aus dem Satz besteht, darf ich irgendwas zu trinken anbieten. Ja? Das ist, wenn man das mal überträgt, es gibt also so etwas wie eine fortschreitende Neurotisierung von Pflegenden auf objektivierbare, darstellbare Faktoren. Und ich nenne das mal die Tendenz, Lebensqualität auch zu technokratisieren, also einem letztlich kontrollierbaren Industrialisierungsprozess zuzuführen. Ich will nur noch mal ganz kurz so aufgreifen, Lebensqualität steht ja eigentlich für, wenn man will, die Art und Weise, wie die Subjektperspektive denn dann doch im Diskurs angekommen ist. Forschungen über Erfahrungen von Bewusstseinswandel, Forschungen über das fluktuierende, diskonnektive, dissoziative Bewusstsein, aber eben auch, dass Menschen trotz dieser Einbrüche eigentlich zu Beziehungen, Wünschen und zur eigenen Situation, auch zum eigenen Coping, sich sehr kompetent äußern können. Dinge, die wir auch heute von Ihnen gehört haben. Ja.
und die wichtigste Ressource, die Menschen eben brauchen, um mit diesem Anpassungsprozess klarzukommen und um ein in der Krankheit noch halbwegs stabiles Selbst- und Lebenskonzept zu entwickeln, ist die Erfahrung, wertgeschätzt zu werden oder, wenn man das Wort nicht haben möchte, Anerkennung zu finden. Und das lässt sich aus meiner Sicht gut verbinden mit dem, was Sie heute erzählt haben über Berührung und über Pflege als eine Möglichkeit, diese Anerkennung körpersprachlich zu transportieren. Zentrale Aufgabe aus der Innenperspektive dieser Menschen ist oft, ihre eigene Identität zu managen, ihrer Demenz einen Sinn zu geben, mit diesen Einbrüchen so zurechtzukommen, dass ein halbwegs zusammenhängendes Selbstkonzept noch entstehen kann. Damit sind diese Menschen aktiv innerlich beschäftigt. Und die wichtigste Unterstützung bei diesem Prozess ist eben wiederum Bindung, sind Beziehungen, ist die Möglichkeit, auch über die Situation im Heim reden zu können. Ich habe da nochmal so Punkte aufgeführt aus der Lebensqualitätsforschung, dass für die meisten Menschen mit Demenz eben gegenwärtige Interessen wichtiger sind als vergangene Präferenzen. Also sie haben eine Gegenwart, nicht nur eine Vergangenheit. Ja. Die Gruppentätigkeiten sind für Sie in der Regel weniger wichtig, sondern 1-zu-1-Kontakte sind vor allen Dingen für Sie wichtig, was Sie auch heute Morgen schon gehabt haben. Also Sie wollen letztlich einen Menschen, der für Sie Zeit hat. Wenn also die Angst und diese Desorganisation oder Dissoziation auf den Menschen zukommt, dann braucht er im Grunde genommen jemanden, mit dem zusammen er sich in dieser Situation stabilisieren kann. Und dann natürlich die anderen Aspekte, soziale Beziehungen, erfreuliche Aktivitäten, sich zu Hause fühlen, sinnvolle, bedeutsame Tätigkeiten. In all dem trauern die Menschen auch um sich, um ihr Leben, um das, was jetzt auch nicht mehr geht. Also demente Menschen sind auch trauernde Menschen, aber trotzdem haben sie auch auf Hoffnung auf ein sinnvolles Leben. Also da gab es eine schöne Forschung von Wolferson, die das sehr schön offenbarte. Also Demenz bedeutet nicht, dass die Menschen nicht subjektiv das Gefühl haben, mein Leben kann sinnvoll sein und auch hoffnungsvoll sein. Vielleicht nochmal, Demenz wird ja sehr stark assoziiert mit diesem Verlust des Selbst. Ja, das ist interessant, sich das historisch anzuschauen, wann das so angefangen hat. Nicht? Das ist so diese Health Politics of Anguish von dem Butler, der heute schon mal zitiert wurde, also eine Gesundheitspolitik der Angst, eine Strategie, bewusst auch der Alzheimer-Gesellschaft und anderer Institutionen, Demenz mit Angstinhalten zu füllen, um damit auch eigene Interessen zu transportieren. Und es ist spannend, dass so gerade in den 80er, 90er Jahren dieses Loss of Self immer mehr in den Mittelpunkt, ich sag mal, der Alzheimer-Darstellung kommt. Also das würdige Opfer, das von der Demenzerkrankung ergriffen wird, wird in besonders dramatischer Form dargestellt und damit wird es natürlich immer, die Stigmatisierung immer mehr verdichtet. Gut, dass Sie das gesagt haben, das darf man ja jetzt hier an der Universität nicht so oder weiteres sagen, aber genau das ist es. Ne? Ja. Und spannend ist dieser Loss of Self, da gibt es so einige Forschung, die sagt, wenn der Mensch in seiner Demenz mit positiven Aspekten seines Lebens in enger Verbindung bleiben kann und wenn es anderen umstehenden Menschen gelingt, diese positiven Aspekte immer wieder wirksam in Erinnerung zu bringen, dann ist das Anpassungsverhalten besser. Das heißt also, wenn es möglich ist, sag mal, das Schwelgen in Erinnerungen, das Verweisen auf noch bestehende Kompetenzen, der Hinweis auf vergangene Lebensleistungen, die Anerkennungsleistungen im Detail, wenn die so erbracht werden, dann bleibt das Selbst sozusagen länger kohärent. In der Forschung nennt man das dann so Building Blocks of Identity, die durch positive Personenarbeit quasi auch lange erhalten bleiben können. Also um das nochmal aufzugreifen, was ich vorhin in der Einleitung gesagt habe, das eigene Selbst, die eigene Person des Demenzkranken ist im Verfolg der Demenz immer mehr auf das Web of Interlocutions, also auf das Netzwerk von Beziehungen und interpersonalen Beziehungen angewiesen, um sich selbst zu stabilisieren. Ja, was ist also nötig, das lasse ich jetzt mal sein, was ist nötig, ein Präsentsein mit dem Ziel einer gemeinsam ausgerichteten Aufmerksamkeit, dein Begriff, Karin,
Ja? Eine Synchronisierung von Affekt und Interesse und eine aktive Achtsamkeit mit dem anderen Menschen parallel zu takten. Also mich mit ihm gleich zu bewegen, dann zu trinken, wenn er trinkt, zu laufen, wenn er läuft. Und aus der Parallelität und der Synchronisierung eigentlich Kontakt aufzubauen und damit eine stabile Beziehung herzustellen, die es mir dann ermöglicht, diese Beziehung zu übertragen auf pflegerische Situationen. Also das ist eigentlich die Anforderungen, die ich jetzt mal mit Präsenzsein umschreiben möchte. Und die in mannigfaltiger Weise am heutigen Tag auch mit anderen Begriffen umschrieben und angedeutet wurde. Wohlbefinden, also Quality of Life, wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann, entsteht also durch Anerkennung bzw. durch Akte der Anerkennung und ist eigentlich nur im Kontext sozialer Handlungen beurteilbar. Wenn ich also wissen möchte, ob es Menschen gut geht oder nicht gut geht, dann muss ich eigentlich mir die Prozesse anschauen, zum Beispiel in Einrichtungen, wie Anerkennung gelebt, vermittelt oder auch verweigert und entzogen wird. Das ist so eine, sagen wir wiederum, positivistische Variante, dass man Lebensqualität danach bemisst, wie viele positive Lacheinheiten pro Stunde ich zählen kann. Ja, das nennt man dann den Parent Effect Rating Scale. Und dann ist eben die Stunde, wo ich dreimal Lacheinheiten habe, besser als die, wo ich zwei Lacheinheiten habe. Und danach wird dann eben der Service designed. Das scheint mir eine ganz schwierige Entwicklung zu sein. Das heißt also, Wohlbefinden auf Affektivität zu reduzieren, ist ganz, ganz gefährlich. Denn damit reduziere ich es auf das Individuum, auf den Einzelnen und analysiere eigentlich nicht das Web of Interlocutions, so nenne ich es nochmal, also das Netzwerk von Beziehungen, Zwischenreden, Kontakten, Ausdehnen und in denen eigentlich sowas wie Wohlbefinden entsteht. Ja, das wird auch durch die Lebensqualitätsforschung im Feld der Demenz ganz gut unterstützt, nicht? Also wir wissen, dass positive Affekte in der Regel mit externen Ereignissen zu tun haben, dass sie in der Regel durch Engagement gesteigert werden können, dass negative Affekte dagegen eher mit inneren Phänomenen, Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen zusammenhängen und dass da eher eine Einzelzuwendung mit, wenn man will, psychotherapeutischem Charakter notwendig ist. Dass für die Arbeit mit Menschen wichtig ist, die Stärken zu sehen, angenehme Tätigkeiten anzubieten, positive Beziehungen zu erhalten, Familienbeziehungen zu ermöglichen. Aktivität und strukturierte Interaktion ist in der Regel eher ein gutes Zeichen für Qualität mit günstigen Klienteneffekten. Und wir wissen, strukturierte Zeit ist in der Regel eher mit positiven Empfindungen und guten Sozialbeziehungen verbunden. Unstrukturierte Zeit, also sogenannte Downtime, das Gegenteil. Wichtig finde ich noch diesen Zusammenhang. Es gibt mehrere Arbeiten, die sehr stark belegen, je größer die Mitarbeiter ihre betriebliche Zufriedenheit definieren, desto höher ist unabhängig davon das bekundete Wohlbefinden von Menschen mit Demenz. Das heißt also, einer der wichtigsten Indikatoren, um eigentlich Wohlbefinden von Menschen mit Demenz zu steigern, wäre für zufriedene Mitarbeiter Sorge zu tragen. Was noch einmal unterstreicht, dass Lebensqualität eigentlich ein Beziehungskonzept ist, das ich nur aus Beziehungen heraus verstehen lassen kann. Ich kann sozusagen nicht die Lebensqualität der Person mit Demenz erhöhen auf Kosten der Mitarbeiter. Also im Sinne von Handlungsanweisungen, im Sinne von Standardisierung, im Sinne von Druck und jetzt musst du noch auch singen in der Pflege und bitte mit dem Bewohner kriechen und haben wir noch was. Ja? Also indem ich sozusagen immer mehr Forderungen mache und damit die Beziehungsdynamik unter Druck setze, werde ich dafür sorgen, dass die Beziehungsqualität leidet. Ich kann also Lebensqualität gar nicht in den Blick nehmen, ohne dass ich eigentlich mir anschaue, wie geht es den Mitarbeitern, wie kommunizieren die miteinander, in welchen Systemen sind die aktiv, was für Anforderungen haben die, wie verhält sich die Leitung. Also unabhängig von diesen, sag mal, Variablen ist Lebensqualität eher der Versuch einer positivistischen Engführung auf einige wenige Kennzahlen, die die Zusammenhänge eher verschleiert als offenbar.